Zwischen 1952 und 1960 hat Peter Weiß Filme gemacht. 12 kürzere und 2 lange. 1960 hat er mit dem Filmen aufgehört und zugleich mit dem Malen und Zeichnen. Er hat dann nur noch geschrieben. Darum ist für ihn die Zeit, in der er Filme machte, eine Übergangszeit. Eine Zeit, in der er von der Bildkunst zur Literatur überging. Für ihn steht der Film zwischen dem Bild und dem Text.